So, da sind wir schon. Sie kennen das ja bereits schon. Ich bin durch meinen Zivildienst Krankenpfleger geworden. Ich habe da entdeckt, dass es mir liegt, dass ich eine gewisse Affinität dazu habe, einfach für Menschen da zu sein, dass ich Menschen helfen möchte. Mich motiviert einfach der Fortschritt zu sehen, auch die kleinen Erfolge, wenn man dem Patienten hilft, ob er jetzt schmerzfrei wird, ob man dem Patienten sagen kann, Untersuchung ist gut gelaufen, das hat alles geklappt. Besonders an der Arbeit im Uniklinikum ist einfach, dass man immer am nächsten, am Fortschritt mit dran ist, dass man die neuesten Entwicklungen, die neuesten Methoden, die neuesten Techniken eigentlich immer mit zuerst greifbar hat. Und das ist ein sehr schönes Arbeiten, das macht Spaß, das ist innovativ. Dokumentationen, Anmeldungen, ob es Transporte sind, Untersuchungen und so weiter, das geht alles elektronisch. Durch die elektronische Form der Doku wird einem wirklich Arbeit abgenommen. Wir haben, was den Dienstplan angeht, sehr viele Freiheiten, muss ich sagen. Wir schreiben den Dienstplan als Team. Ich kann mein Arbeitsleben und mein Privatleben so gut miteinander verbinden, weil ich eben die Freiheit habe, mir den Dienstplan größtenteils auch selbst zu gestalten. Wir haben immer mittwochs unser gemeinsames Frühstück mit allen zusammen, nicht nur in der Pflege, auch die Ärzte zusammen. Da wird immer in der Woche vorher schon überlegt, wer bringt was mit. Und das ist so unser Ritual, was uns da einfach auch ein Stück näher rücken lässt, immer wieder. Wir sind ein tolles Team. Die Mischung macht's aus und ich denke, das ist auch ein Punkt, der fürs Uniklinikum spricht, dass man eben viele einzelne Teams, denke ich, auch hat mit vielen jungen Kollegen, aber auch vielen erfahrenen Kollegen. Und wir gehen sehr freundlich, hilfsbereit miteinander um.